Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain Big Ambitions, nicht Captain of Industries. Ja, es kam ein neues Update raus und es kam gerade, als ich es lande, zwei Nachrichten rein. Wir schauen es mal an. Das sind nicht gleich unsere Competitors, Rivalen. Und so wie es aussieht, hey, willkommen in Midtown, das preisgeträchtigste Viertel Manhattans. Und wie gut Investment empfehlen auf. Wärmste das, wenn sie die Interessenkonflikte meiden. Verstehst du? Du musst verstehen. Wer in der Stadt das Sagen hat, okay, gut. Hey Schätzchen, so nennt dich doch Fred immer. Wer ist Fred? Oder Schätzchen? Das ist süß. Wie auch immer, viel Spaß mit deinem kleinen Geschäft. Aber gib mir keinen Grund, mir wegen dir Sorgen machen zu müssen, okay? Nicht übermütig werden, Schätzchen. Rivalen mal ansehen. Wie viel wöchentliches Einkommen? Holy shit! 1 Million? Also es sind die größten Unternehmer hier im Ding und wir sind mit lächerlichen 60.000 in der Woche ganz, ganz unten und tun bei Jackie Carl überarbeiten. Der hat 20 Unternehmen, er hat 12 Unternehmen. Aber wir haben, holy shit, besseren Umsatz ansatzweise wie er. Okay, zwei seiner Läden machen auch Minus. Aber was ist das für ein Laden? Wein- und Spirituosenladen, okay. Er macht ordentlich Plus. Eine Anwaltskanzlei und ein Café hat er auch noch. So, zurück zum Thema. Wir müssen eigentlich ein zweites Büro noch kaufen. Oder irgendwie schauen, dass wir, weil wenn ich mich jetzt hier nochmal umgucke, wir hatten, ach guck mal, jetzt haben wir einen eigenen Tab für Rivalen. Spannend. Ich komme schon wieder gar nicht aus dem Ding raus. So, wir sind hier. Wir haben hier unseren Einkäufer. Und der Einkäufer hat hier, ich glaube, was hat denn der? Der hatte nichts, was wir eigentlich brauchen, außer Getränkedosen und preiswerten Schmuck und Papiertüten. Mehr hat er gar nicht. Deswegen beenden wir mal das. Merken uns, was er hatte. Gehen hier nochmal rein. Und schauen mal, was er uns bieten kann. Das finde ich noch ein bisschen blöd. Also da würde ich noch ein bisschen an Verbesserung arbeiten. Erstens, ein Einkäufer kann nicht nur einen behandeln. Sondern normalerweise kannst du mit einem Einkäufer schon an mehrere Firmen auch rangehen. Was will denn Pizza? Diese Ware ist derzeit Mangelware. Es ist mit erhöhten Preisen zu rechnen. Aha. Tiefkühlkost, das finde ich schon mal gut. Getränkedosen. Eiscreme. Frische Lebensmittel, Tiefkühlkost. Der hat quasi. Also das brauchen wir. Das brauchen wir. Tiefkühlkost, super. Getränkedose, super. Bedeutet, ich bestelle jetzt mal. 10. Ich glaube mal, das ist richtig. Pommes frites brauchen wir nicht. Wir brauchen. Wait. Okay, wir bestellen 5000 davon. Oder machen wir es. Wie viel haben wir auf dem Lager? 60k haben wir aktuell. Wir machen einen 10.000er Einkauf von dir. Wir machen einen 10.000er Einkauf von dir. Wir brauchen 10.000 davon. Getränkedosen machen wir vielleicht gleich mal 15.000 auf Lager. Jetzt was, wir erhöhen euch auf 20. Wir machen einen Großeinkauf. Wird ja nicht schlecht zum Glück in dem Spiel. Und Eiscreme kaufen wir fürs erste 5000, würde ich sagen. Das ist fast unser komplettes Geld. Vielleicht sollte ich ein bisschen runter reduzieren. Dich setzen wir auf 10 und euch setzen wir vielleicht auf 12.000 oder sowas aufs Lager. Oh, nope. Zu viel. So, bei 37.000, also frische Lebensmittel scheinen relativ teuer zu sein, wenn wir uns das anschauen. Aber der hat halt alles klar. Nicht das, was wir jetzt für unseren Schmuckshop brauchen, aber er hat alles für unseren Supermarkt. Bedeutet, wir werden uns in diesem Supermarktbereich anfangen auszubreiten und schauen, dass wir das damit ein bisschen ins Laufen kriegen. Wir haben jetzt ordentlich bestellt. Ich sage Bestellung. Eine oder mehrere Produkte sind... Also, aber nicht. Oh, ich muss das Lager zuweisen. Okay. Ist natürlich super, wenn wir sagen, Main-Vertrieblager, oder wir müssen halt sagen, wohin das schicken soll in dem Fall. Ist natürlich schon gut. So, bestellen.
Bedeutet, das sollten wir dann morgen kriegen. Das ist eine einmalige Lieferung mal. Fürs Erste. Dann werden wir schauen, dass wir in Zukunft mal eine wöchentliche Lieferung machen und alles. Aber das ist jetzt erstmal unser Start. Wir sind hier noch nicht so groß in dem Business drin. Wir werden aber bald mal ein paar Ressourcen anfangen zu lagern bei uns in der... im Headquarter dann. Lass uns nochmal hier hinfahren. Er hat mir noch nicht das Geld abgezogen. Interesting, okay. Ich bin mir überlegen, dass wir gleich vielleicht nochmal Eis sozusagen auch zur Verfügung stellen. Dafür brauchen wir eine große... Bin ich jetzt im richtigen Lager? Wait, haben sie das wieder umgeräumt? Hey! Die haben die scheiß Läden umgeräumt. Also es ist ordentlich sortiert im Gegensatz zu davor. Aber wo zur Hölle ist mein Zeug hin? Ach, come on, das ist mies. Ich war mir sicher, hier war das Zeug. Taxi, ich muss zum anderen Laden. Mann. Ja, nerv nicht. Da, Taki. Gut, dass du hier hältst. Du musst nicht nach oben. Hast du jetzt die ganzen Sachen oder was? Oder gibt es einen neuen Laden? Jetzt bin ich verwirrt. Wait. Hä? Industriegefrischung. 17.000. Kleiner ist... Ich sollte vielleicht warten. Wie viel hat jetzt... Bismann? Wie viel... hat uns jetzt der Einkauf gekostet? 37.000. Ja, dann können wir uns das... kurze Mathematik. Bedeutet, wir sind so circa... 20.000 haben wir noch auf Lager. Gut, bedeutet, wir können uns den da leisten. Super. Dann setzen wir nicht alle schon mal auf... Gefriersachen. Stellung aufgeben, bitte. Dann bringen wir das schnell zu uns ins... Fährt doch sicher gleich ein Taxi vorbei. Da ist ein Taxi. Taxi. Taxi, Taxi, Taxi. Wir sind halt wieder jetzt gerade voll viel mit Taxi unterwegs. Aber scheiß drauf. So, hier hinfahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ganze Overlay wurde ein bisschen überarbeitet. Kann das sein? Schaut alles ein bisschen stylischer aus. Platzieren. So, und hier hätte ich gerne Eiscreme dann. Ja, ich habe jetzt noch keine Eiscreme. Die kommt morgen rein. Wenn wir uns in Bismann kurz mal unseren Laden anschauen, dann müssten wir sehen... Oh, wir sind hier ein bisschen unter den 40. Weil wir brauchen noch eine kleine Tiefkühltruhe. Kann es sein, damit wir sonst tun wir uns wieder Ressourcen klauen. Morgen ist dann ein Mittwoch. Bedeutet, morgen arbeiten und so, Leute. Wir laufen einfach schnell vor... Ja, das Overlay, die Buttons haben sich auf jeden Fall verändert. Jetzt ist die Frage, bin ich hier auf der richtigen... Wo ist meine Karte? Warte mal. Google Maps ist jetzt hier. Das ist Frechheit. Google Maps ist jetzt da vorne. So, wir brauchen 40.000. Ja, wir können uns das andere nicht mehr leisten. Schade. Naja, haben wir ein, zwei Tage mal ein bisschen Geld eingebüßt. Ich glaube, ja, das kann man machen, wenn es sein muss. Ja, schade, selbst das Jules. Ja, sicher, das hat sich alles verändert. Gut, ich würde aber jetzt trotzdem mal kurz im Bismann auf unseren Logistikmanager gehen. Und der soll jetzt hier mal resch und fresh. Warte mal, jetzt muss ich kurz mal im Bismann beim Supermarkt schauen. Wie viel haben wir denn auf Lager? Nein, Inventar und Anlieferung. Schalten wir alle aus, weil jetzt kriegen wir ja dann selber Lieferungen in Tonnen. Inventar und Preise. Ich würde sagen, wir schauen immer, dass wir 1500 von dem auf Lager, von allem auf Lager haben. Was heißt denn jetzt die orange Farbe? Was heißt jetzt hier orange? Heißt es, wir sind teuerpreisig oder verändert sich das, wenn ich den Preis verändere? Ich bin mir da nicht sicher, was das jetzt heißt. 1500 von allem. 1000 Papiertüten, machen wir 1500.
Da sind wir gut dabei. Gut. Nee, aber warte mal, ich muss hier hin. Dann auf Logistikmanager. Resch und Fresh. 1500. Von dir auch bitte 1500. Von dir bitte auch 1500. Und dann von dir 2000. Machen wir einfach mal. Dann sollten wir da ganz gut dabei sein. Gut, wir sind wieder daheim. Brauchen wir noch Essen? Nee, wir brauchen kein Essen. Dann würde ich sagen, zocken wir mal ein bisschen. 5 Stunden. Eine schöne, lange Zockzeit mal. Dann gehen wir schlafen und morgen müsste dann unser Lager ja die erste Lieferung erhalten haben. Aber starten wir um 6 Uhr in der Früh. Ah, schwer, Lieferung von Seaside International ist eingetroffen. Jetzt tun wir was essen. Import. Ah, lol, jetzt hat sich das auch aufgeändert, okay. Seaside hat geschickt. What? Taxi? What? Wie voll ist das Lager? Und kannst du mir jetzt nicht sagen? 60 Paletten, 60 Paletten, 60 Paletten. Holy shit. Was haben wir jetzt auf Lager? Und was nicht? Logistikmanager. Ausverkauft innen. Wir haben keine Getränkedosen und keine Eiscreme lagern können. Ich hätte es auf 10.000 lassen müssen, kann das sein? Ich hole jetzt noch mal ein paar Schränke und bestelle dann noch mal ein bisschen Eiscreme und Getränkedosen. Holy shit! Das habe ich so absolut nicht erwartet. Also ich habe viel erwartet, aber warte mal, warte mal, warte mal, da. Der Laden war um die Ecke. Holy shitballs! Können wir leisten. Ich habe allein 13.000 heute gemacht. Und dann bestellen wir gleich nochmal und dann sollte es aber. Jetzt haben es die Kassen in die Mitte gesetzt. Ah, es ist verwirrend. So, dann wollen wir noch die. Ah, lecco mio. Wenigstens, wir haben frische Lebensmittel. Uns wird jetzt gesagt, wie lange unser Essen circa hält. Ich glaube, soweit sind wir dann schon ganz gut unterwegs. Das mit der fehlenden Eiscreme ist natürlich jetzt blöd, aber ja, ist jetzt halt so, ne? Platzieren. Ah, die sind beidseitig. Waren die immer beidseitig? Waren die nicht am Anfang nur einseitig oder hat sich das jetzt auch geändert? So, ich habe jetzt noch mal mehr. Ich weiß was, ich hole jetzt noch zwei. Scheiß drauf. Dann haben wir zwei komplette Lagerreihen ready to go. Warte, wir sind schneller ohne Wagen. Du sollst ihn da abstellen. Die haben unendlich davon. Die kriegen wir gratis. Eigentlich müssten wir Schubwagenverkäufer werden. Holen uns immer die ganzen Schubwagen. Kann es sein, dass die Stadt auch lebendiger ist? Was geht mit dem Sound ab? Halt, pass auf, jetzt gibt es dann keine mehr. Ich fände es so lustig, wenn die auch ausgehen können. Normaler Stuhl.
5000 nochmal. Wir geben jetzt halt relativ viel aus, aber ich hoffe halt, dass wir dann dadurch auch wieder Gewinne machen, ne? Und wenn wir jetzt angeblich für fast einen Monat genug gekauft haben, das wäre natürlich episch. Und unsere Gewinne zu erhöhen, wäre natürlich wieder ein Vorteil. Rotate. Gut. Dann können wir jetzt gleich nochmal da mit unserem Manager reden. Für den mit unserem Manager, mit unserem Einkäufer reden. Dass uns doch noch bitte schnell ein, zwei Sachen besorgt. My employees. Nee, Bisman. Logistikmanager, was hast du gesagt? Tiefgehörse 42 Tage, Papiertüten nur 19. Frische Lebensmittel. Ja, okay, sind auch weniger da, wie ich bestellt hätte, glaube ich, ne? Frische Lebensmittel, 29 Tage. Bedeutet, wir gehen auf den Einkäufer. Brauchen keine Papiertüten, bitte. Obwohl, warte mal, wir bestellen nochmal 2000 einfach. Da habe ich genau das bekommen, was ich auch wollte. Bedeutet, die Masse ist angekommen, die ich brauchte. Getränkedosen sind nicht gekommen. In dem Fall. Und die Eiscreme erhöhen wir auch auf 10.000 jetzt. Dann einmalige Bestellung bitte. Und dann sollten wir gut wieder dastehen und wieder nach Hause können. Ja, die wissen, dass ich es brauche. So, hier fahren. Dann gehen wir jetzt nach Hause, zocken nochmal eine Runde. Und schauen, dass wir so viel wie möglich an Zeit gerade rüberkriegen, weil wir wollen ja sehen, was jetzt sozusagen passiert. Wir gehen jetzt früh ins Bett, wir sind gut ausgelastet, alles super. 8 Uhr früh. Und 14.000, nice. Die Lieferung ist eingetroffen und keine Nachricht, das finde ich mal super. Bedeutet, das heißt, wir haben alles bekommen. 25k. Jetzt können wir ja, schauen wir mal kurz ins Büro, reden mit den Leuten mal vor Ort, wie es ihnen geht und was so der Stand ist. Und das heißt auch, dass wir die nächsten Tage eigentlich um uns keinen wirklichen Einkauf kümmern müssen. Weil wir ja sozusagen genug auf Lager haben. Moin moin Leute. Ich hätte gerne mal mit unserem Logistiker, mit Sean, gesprochen. Wie schaut's aus? Wir haben keine Estimate. Alter, Teil 42. Okay. Nicht schlecht. Das Gute ist, dass wir jeden Tag nachbestellen können, ne? Beliefert bis zu 2. Okay. Eiscreme wissen wir noch nicht, wie viel da ist, ne? Aber wir haben, glaube ich, schon 1500 ausgeliefert. Bedeutet, wenn ich jetzt unter ein Bissmann schaue, beim Supermarkt, ins Inventar, haben wir genug auf Lager. Weißt du was, wir setzen dich mal preismäßig hoch. Ich schaue jetzt mal zum Laden und kontrolliere mal, wie da der Stand ist. Das soll die Polizei darstellen, kann das sein? Cool. Schön, dass du gleich um mich kommst. Ich habe was zu tun. Wir müssen gucken wegen unserer Eiscreme. Wir haben einen neuen Eiscreme-Verkauf. Ich meine, die Taxikosten werden sich so wahrscheinlich so wieder hochstapeln. So. Ich tue mich hier arbeiten anfangen. Und tue Zeit vorspulen. Und wir wollen immer wieder gucken, wenn wir jetzt hier in den Bissmann gehen und dann Supermarkt. Inventar. Wir tun jetzt mal den Preis auf 6,5 erhöhen. Ich will gucken, ob das denen zu teuer wird. Alter, die kaufen wie blöde. Die kaufen immer noch Eiscreme, wie blöde. Das gibt's ja gar nicht.
Eiscreme. Du kannst mit. Ah, Scher, da siehst du, wo sie eher unwillig werden. 7,5. Also es gibt so ein circa Estimate, ab wann sie anfangen zu schreien. Das ist jetzt hier ab 8 Dollar. Bedeutet, bis hierhin sollten sie. Nein, jetzt schon die ersten kommen schon, die sagen, für die Eiscreme zahle ich nicht so viel. Okay. Habe ich jetzt. Habe ich gerade die Arbeit abgebrochen? Scheint so. Bedeutet, ich kann jetzt hier auf ein bisschen gehen. Auf Preise und dreh dich runter. Also so ein circa Estimate, glaube ich, in dem Fall. Jetzt müssen wir ein bisschen warten und schauen, ob wieder solche Kommentare aufkommen. Ja, kommen immer noch auf. Gut. Wieder Bisman. Wieder Supermarkt. Inventar. Setzen wir die auf 96. Da hatten sie. Bei 6,50 hatten sie nicht rumgemeckert. Meckert keiner rum. Super. Schaut gut aus. Dann gehen wir den. Ich bin ja noch als Verkäufer eingetragen. Jetzt gehen wir in den Raumgestalter. Ich hätte gerne. Ja, wir machen jetzt so einen schönen Stil hier. Natürlich nur da, wo wir hin, wo sie hinkommen sollen eigentlich. Dich auch hier. Dann hier jetzt die komplette Länge lang, weil ist so. Dann einen simplen Fliesenboden hinten für das Lager. Und dann vorne. Hätte ich gerne in bestimmten Bereichen Fliese. Und dann einen, schauen wir, was haben wir noch Schönes? Den Rest erstmal anders ausgelegt. Hier gibt es mehr Sinn, so relativ gleich wie möglich zu arbeiten, ne? Aber ist das. Alles Fliesen lässt sich besser wischen. Und bei den Wänden sind wir jetzt auch nicht so. Gut. Kostet zwar 14.000. Gibt mindestens für Inneneinrichtung aus. Holy shit, okay, ja. Arbeit beginnen. Guten Tag! Es läuft auf jeden Fall, du. Es läuft. Wahnsinn, wie sich das ausverkauft. Gut. Ich beende mal die Arbeit und gehe nach Hause. Denn es war jetzt schon ein guter Arbeitstag. Muss ich schon lassen. Der war nicht schlecht. Nein, ich will keinen Elektroroller, ich will in die U-Bahn. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie das bei uns in den Zahlen auch niederschreibt. Da steht auch, wie viel pro Fahrt kostet. 3 Dollar. Kann man ja nicht meckern in dem Fall. Bedeutet, wir werden uns erstmal im Supermarktbereich ein bisschen ausbauen. Nein, ich. Will das Ding nicht einnehmen. Also es ist ein bisschen nervig. Ich hätte dann lieber so, dass du Rechtsklick machen kannst und das geht auf oder so. Es wäre mir ein bisschen lieber in dem Fall. Aber ja, das ist ja jedem seinen Geschmack am Ende, ne? So, und 15.000. Schön. 15.000 an Gewinn, das sehe ich gerne. Gesamt 33.000, gestern 15.000. Da sieht also auch wieder circa, was abgeht. Jetzt mal Rivalen gucken. Wir sind bei 81.000 Gewinn aktuell. Wir machen einen stetigen Stieg. Er steigt auch, aber genauso stetig an. Oh, schau 11 an. 11 geht aber holy. Was ich auch anmerken will, die oberen drei
Oberen drei? Ne, die oberen zwei. Ah, nicht alle haben dasselbe Icon. Interessant ist, wie viele Unternehmen die teilweise haben. Ja, wir müssen auf jeden Fall Geld jetzt dann sparen. Bedeutet, ich werde jetzt dann wieder eine Zeit einfach durchlaufen lassen, um wieder Geld für uns einzunehmen. Denn wir werden ja Profit schlagen wollen. Und wenn wir uns ein bisschen mal anschauen, Akte machen gleich, beide gleich viel. Beide sind relativ gut dabei. Wir werden Tiefkühlkost, wir sind gut dabei. Wir werden unser Lager natürlich auch erweitern müssen in Zukunft. Das wird auch nochmal eine sehr, sehr teure Sache. Aber, denn das nächste große Ziel ist, einen zweiten Supermarkt, einen zweiten Ration Fresh zu eröffnen. Und das wird nochmal eine weitere, größere Sache werden. Denn wir haben ja aktuell hier unseren Laden an einer sehr interessanten Stelle. Wenn wir schauen, was wir an Einzelhandel offen haben, brauchen wir natürlich was mit hoher Frequenz, wo wir die Frequenz relativ hoch haben können. Das wird noch eine Sache sein. Jetzt Frage. Vielleicht wisst ihr das. Ah, das sind Wohngebäude. Warte mal. Hä? Wohnen halt doch gar nicht an. Ich kann da einen Kauf an? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Gebäude zu Verkauf. Ach so. 30. Was ist das Höchste? Gibt es was Höheres wie 30? Ich glaube, wir haben ja schon 40. 75! Ich habe eine neue Ecke für uns gefunden. 75, 75. Das sind Läden, die Profit schlagen können. Alle, die 75 geben, glaube ich, sollten wir uns im Kopf behalten. Der hat auch 75 hier unten. Den sollten wir uns auch im Kopf behalten. Okay, das ist ein bisschen blöd teilweise. 30. Also wir sollten für Einkaufsläden immer schauen, dass wir irgendwas mit 75 in der Art kriegen. 30 ist, glaube ich, hier ein bisschen zu wenig. Aber ich habe jetzt schon gesehen, 75 ist so da, wo wir hin sollten. Wir haben hier 40, sind eigentlich also auch nicht schlecht dabei. Hier wären 75er. Wenn wir uns hier die Gebiete anschalten, sehen wir, dass das dasselbe Gebiet ist. Bedeutet, wir ziehen eher wahrscheinlich nach hier unten als nächstes. Mit 1000 Quadratmetern sind wir da sehr gut dabei. Wir schauen uns das Ganze natürlich noch an, wo wir am besten hin können. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.